Teil 4. Basilisk. Glas. Dies war der Horizont meiner Welt, bevor ich die Wahrheit kennenlernen durfte. Ein mehrstufiger Felsen ragte dort an eine kleine gleißende Lampe heran, auf dem der größte Teil meiner Familie sich wärmte. Hoch oben mein Vater, der jeden, der sich ihm auch nur näherte, anzischte. Niemand wagte es, ihn ernsthaft herauszufordern. Unter dem Felsen war jede Menge Sand, das nach einer Seite hin abflachte und in ein Becken Wasser führte. Hinter dem Glas war ein kleiner Zwischenraum und dann gleich wieder Wände. Mehrmals täglich ertönte ein lautes Pfeifen und die Scheiben verspiegelten sich. Das war der Moment, in dem ich mich nicht mehr rühren konnte. Mein Spiegelbild war derart bezaubernd, dass ich nicht anders vermochte, als es zu bewundern. Besonders in meinen leuchtend gelben Augen verlor ich mich ein jedes Mal. Als der Ton ein zweites Mal erklang, war meist etwas anders in meiner Welt. Entweder war alles viel sauberer, die Näpfe mit Futter gefüllt, oder im Wasser schwammen ein paar kleine Fische, die sich leicht erjagen ließen. Einige Male aber geschah es, dass einer von uns fehlte. Vater erklärte, dass wir uns in Luft auflösten, wenn wir ihm nicht gehorchten. Und tatsächlich, jedes Mal, wenn eines meiner Geschwister Stärke bewies und ihm die Stirn bot, dauerte es nicht lang und sie waren weg. Ansonsten war alles so wie vor dem Pfeifen. Alle standen genau dort, wo sie zuvor waren. Wenn es neues Futter gab, hastete jeder dorthin. Das war der Moment, in dem ich besonders Acht geben musste. Selbst meine jüngeren Geschwister griffen mich an, wenn ich versuchte, einen Happen zu erlangen oder einem der Fische hinterher zu schwimmen. Es gab Tage, an denen ich überhaupt nichts erbeuten konnte und vor Hunger Schwierigkeiten hatte, einzuschlafen. Auch musste ich mir gewahr sein, bei Konflikten nicht die Aufmerksamkeit Dritter zu erregen, denn dann kippte die Stimmung rasend schnell und mehrere Unbeteiligte fingen an, nach mir zu schnappen, was auch nicht aufhörte, wenn ich stark verletzt am Boden lag. In meiner Welt gab es 4 Rangstufen. Meine Eltern, dann die großen Geschwister, dann die Jungen. Und mit meinem krummen Fuß bildete allein ich die letzte Stufe. Die Hoffnung auf Anerkennung und Liebe verlor ich recht früh. Übrig geblieben ist mir nur noch ein einziger bescheidener Wunsch, der mich den Schmerz ertragen ließ. Und so kam nach vielen Jahren, als ich bereits begann, auch von diesem abzulassen, jener lang ersehnte Tag. Ohne je die Courage aufgebracht zu haben, gegen meinen Vater die Stimme zu erheben, löste ich mich in Luft auf. Der Vorgang war beängstigend. Zuerst verspiegelten die Scheiben und ich erstarrte. Dann spürte ich einen Stich in meiner Flanke und meine Augenlider wurden schwer. Ich merkte noch, wie mir die Beine zusammengebunden wurden. Dann war ich weg und erwachte wieder in einer neuen Welt. Ich befand mich in einer engen, vergitterten Kiste. Zu meinen Füßen ein großes Stück Fleisch. In meinem Leben habe ich gelernt, schnell zuzugreifen, wenn kein anderer in der Nähe war. Und so verschlang ich als allererstes dieses so hastig ich konnte. Erst dann schaute ich mich um. Die Wände waren hier nicht mehr aus Glas. Einige bunte Lichter leuchteten an hervorstehenden Flächen. Hier waren auch noch 6 andere Lebewesen. Eines davon lag auf einem Tisch in der Mitte des Raumes. Es hatte einen langen, schuppenlosen Schwanz. Ihm fehlten Gliedmaßen und das, was sich einst in seinem nun geöffneten Kopf befand, lag von silbernen Fäden durchspickt in einem gläsernen Behälter. Der Raum hatte keine Fenster, doch es gab 2 Türen und aus einer trat es dann herein. Ein wunderschönes Geschöpf. Es lief aufrecht und war fast vollkommen weiß. Es hatte 3 Augen und hielt eine Platte mit Fleischstücken, von denen es in alle Käfige etwas gab. Auch ich erhielt wieder Futter und ließ es nicht einmal zu Boden sinken, als es zwischen die Gitterstäbe gelassen wurde. Unbeschreibliche Zuneigung explodierte in mir für dieses Wesen. In jenem Augenblick wurde mir bewusst, dass ich mein ganzes Leben bereits auf ihn gewartet habe. Wie zur Strafe für meine Dreistigkeit, mir derart angenehme Gefühle zu erlauben,
waren kurz darauf beängstigende Knallgeräusche hinter der zweiten Tür zu vernehmen. Hastig griff das herrliche Geschöpf nach einigen Gegenständen und verließ stolpernd den Raum. »War er so wie ich?«, fragte ich mich. »Der Letzte in der Rangordnung seiner Art?« Und tatsächlich, eine ihm ähnliche Gestalt kam kurz darauf durch die Tür. Den Pheromonen nach zu urteilen, ein Weibchen. Sie schaute sich um, nahm den Kadaver auf dem Tisch und ein weiterer Knall ertönte, gefolgt von ihrem Schmerzensschrei. Reflexartig kauerte ich voller Angst zusammen. Während mein Kopf unter meinem lahmen Bein steckte, war ein Rangordnungskampf der Zweibeiner und das Geschrei der anderen Tiere zu vernehmen. Voller Begeisterung erkannte ich in jenem Moment, dass meinem Herrlichen gerade das Futter gestohlen wurde. Wir waren Gleichgesinnte durch und durch. Die Situation beruhigte sich bald und ein ereignisreicher erster Tag endete. Als mein herrliches Wesen am Folgetag den Raum betrat, fühlte ich mich wie auf der Spitze des großen Felsens. Ich beobachtete es begeistert, wie es die Ordnung wiederherstellte. Etwas später machte es wieder seine Runde mit den Fleischstücken. Ich freute mich über meinen beträchtlichen Anteil. Und so vergingen die Tage. Er arbeitete meist am Tisch in der Mitte des Raumes, wo er abgetrennte Körperteile der anderen Tiere miteinander zu verbinden schien. Ich genoss das Futter und die wärmende Lampe, die der Herrliche über mir aufrichtete. Alles war wunderschön. Selbst meine Träume. Ich tauchte darin in weiten Gewässern und jagte große Fische. Ich begann mich zu freuen, wenn die anderen Tiere auf den Tisch gelegt wurden. Denn dies brachte mich meinem Ziel näher, den Herrlichen nur für mich alleine zu haben. Nach einigen Tagen begann ich daher beim Verteilen der Fleischstücke zu protestieren, denn er sollte nur mir geben. Es hatte keinen Sinn, ihn etwas zukommen zu lassen. Außerdem bedeutete es, dass seine Zuneigung nicht mir alleine galt. Das Verteilen des Fleisches missfiel mir daher mit jedem Tag mehr. Und so geschah etwas, das ich zutiefst bereue. Wenn in meinem früheren Leben das Glas verspiegelte, konnte ich mich selbst verzaubern. Eine Entzückung, die mich nur auf mich selbst fokussierte. Genau dies wollte ich von ihm. Als der Herrliche vor einigen Tagen den Raum betrat, hörte ich in meinem Kopf erneut dieses vertraute Pfeifen, reckte mein Haupt auf und starrte ihn mit jenem Blick an. An seiner Hüfte begann etwas zu leuchten. Er griff in eine dort befindliche Tasche und zog eine strahlende, steinerne Figur heraus. Er betrachtete sie kurz, schaute mich dann ruhig an und ließ mich bei jener Runde und den folgenden zwei Tagen aus. Was habe ich nur getan? Meine Geschwister hatten recht. Ich wünschte, sie würden jetzt nach mir schnappen. Das Fleisch, das ich am heutigen Tag erhalten habe, liegt immer noch vor mir. Er betrachtet mich schon eine ganze Weile aus seinem gläsernen dritten Auge und kommt nun näher. Zieht die Spitze meines Schwanzes aus dem Käfig. Ich spüre einen kleinen Stich. Kehre ich nun zurück? Sie hörten die vierte und vorletzte Folge der Shadowrun-Fan-Hörspielserie Fabelwesen, gesprochen von Cynthia Taha.